So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavo-Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, wir sind hier nicht in Deutschland, sondern in Italien, in der wunderschönen Toskana. Und haben hier einen Roadtrip gemacht, und zwar mit dem Mini Clubman in der John Cooper Works Ausführung. Bitte entschuldigt, dass der Wagen so ein bisschen dreckig ist. Aktuell haben wir hier eine sehr, sehr schlimme Dürre. Das heißt, es steht nicht genügend Wasser zur Verfügung, weswegen wir das Auto nicht waschen konnten. Ja, seht uns ein bisschen nach. Wir müssen ein bisschen verantwortungsvoller mit den Ressourcen umgehen. Und das haben wir natürlich getan, wenn der Wagen dreckig ist. Bitte nehmt es uns nicht übel. Ja, in dem heutigen Video werden wir uns einmal den Mini vornehmen und 5 positive und 5 negative Punkte aufzählen und natürlich auch begründen, warum wir diese Punkte positiv und negativ finden. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Let's go! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. So, erster positiver Punkt ist natürlich, wie ihr seht, hier einmal im Motorraum, der Motor. Der Motor ist so ähnlich auch im M135, im 330, 430, 530 etc. pp. Drin. Mit der Modellpflege hat BMW hier dem Ganzen nochmal richtig ordentlich Leistung gespendet, denn vorher hatte der Wagen 231 PS und hier mit dem Facelift haben wir 306 PS. Und das, muss ich sagen, ist mega genial. Das tut dem Wagen auch sehr, sehr gut. Der Wagen ist halt nicht leicht. Der wiegt 1630 Kilo. Das merkt man natürlich. Aber ja, durch die Mehrleistung haben wir auf jeden Fall einiges an Fahrspaß gewonnen. Und ich kann nur sagen, das ist hier wirklich mit Abstand eines der besten Vierzylindermotoren auf dem Markt. Und wer sich diesen Wagen aussucht, wird mit diesem Motor sehr, sehr viel Spaß haben. Nächster positiver Punkt ist der Allradantrieb. Ihr hört es richtig, ein Mini mit Allradantrieb. Das bietet der Clubman John Cooper Works. Ich hatte ja gerade das Leergewicht angesprochen mit 1630 Kilo. Die kommt natürlich nicht von ungefähr, denn wir haben hier, wie gesagt, Allradantrieb, der aber auch sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Denn durch den Allradantrieb bringen wir die 306 PS richtig gut auf die Straße. Und ich muss sagen, der Wagen fährt sich eher nicht wie ein Mini, sondern eher wie ein M135i. Und das merkt man natürlich. Und zudem muss ich sagen, dass gerade Serpentinstrecken, ja, wie hier in Italien oder in der Schweiz, wenn man da zum Beispiel die Bergstraßen hoch und runter fährt, da macht dieser Allradantrieb richtig, richtig Bock. Ich kann es halt nur jedem empfehlen, wer so ein Mini hat, fahrt mal in die Toskana oder durch die Schweiz. Es ist unfassbar, es macht richtig viel Laune. Deswegen hier auch nochmal ein positiver Punkt. Daumen hoch BMW, sehr gute Arbeit mit dem Allradantrieb. Nächster positiver Punkt ist das Getriebe. Ja, wir haben hier ein Automatikgetriebe, die Sport Steptronic, die man von BMW kennt. Die ist natürlich auch hier verbaut. Und jetzt denkt ihr euch, mein Gott, schon wieder das Getriebe, schon wieder am Schwärmen. Ja, tatsächlich, es ist so. BMW hat es auch hier wieder geschafft, das Getriebe noch einmal zu verbessern. Es schaltet ultra präzise im Sportmodus. Im normalen Modus ist es butterweich. Man merkt die Schaltvorgänge überhaupt nicht. BMW, Daumen hoch, bitte so weitermachen. Ich habe nicht geglaubt, dass es besser geht. Aber tatsächlich, ihr habt es geschafft. Mal wieder. Getriebe, absolut top. Mega. So, Punkt 4 mit den positiven Aspekten, die ich hier beim Mini gefunden habe. Was heißt gefunden? Es ist sehr, sehr offensichtlich, und zwar geht es um das Design. Das Design wurde hier natürlich nochmal überarbeitet. Die Rückleuchten sind ja komplett neu designt. Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon erahnen könnt, wir haben hier den Ansatz vom Union Jack. Das ist die Flagge vom Vereinigten Königreich. Auch das wurde hier endlich mal in den John Cooper Works bzw. in den Clubman eingearbeitet. Denn bei dem Vorfacelift hatte man so komische Rundleuchten, die außen nochmal so Klammern hatten quasi. Das sah nicht so schön aus, aber hier hat man jetzt endlich den Platz genutzt und hat den Union Jack ein bisschen mit untergebracht, was dem Ganzen hier nochmal so einen dreidimensionalen Look verleiht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr top. Ansonsten haben wir auch nochmal die Frontleuchten, die überarbeitet wurden. Und zwar ist der Halo jetzt durchgehend. Das heißt, der leuchtet durchgehend. Das war beim Vorfacelift eher nicht der Fall. Jetzt ist es so, dass der Halo komplett einmal rundherum in kaltem Weiß leuchtet als Tagfahrlicht. Und natürlich, wenn man blinkt, auch in Gelb. Das sieht sehr, sehr genial aus. Dann auch noch hier zum Beispiel eine Tricolor-Lackierung auf dem Dach. Das heißt, wir haben hier das allseits bekannte Chili Red, was dann übergeht in ein ja, silbriges Weiß und dann nach hinten in ein Schwarz verläuft. Das sieht man hier zum Beispiel an der Ecke am besten.
Ja, hier nochmal von schwarz auf weiß, silbrig in Chili-Rot. Ja, das ist auch nochmal eine Sache, die ganz, ganz neu ist, was dem Wagen auf jeden Fall so eine kleine Dynamik verleiht, sage ich mal, weil von hinten sieht er halt ganz anders aus als wir von vorne. Weil wenn man von vorne drauf guckt, hat man das Dach in Rot und wenn man von hinten drauf guckt, ist das Dach komplett schwarz. Und ja, das ist so eine kleine Spielerei, die mir sehr, sehr gefällt. Und auch sonst sieht der Mini richtig, richtig gut aus. Er ist von hinten sehr, sehr bullig, er ist von vorne sehr, sehr bullig, weil was viele zum Beispiel auch nicht erkennen direkt auf dem ersten Blick, ist, dass der Klappmann ziemlich, ziemlich breit ist. Er ist wirklich massiv breiter als der normale Mini, vorne als auch hinten. Und das gibt dem Mini so einen bulligen, kernigen Auftritt, was dann zum Beispiel auch durch eine Tieferlegung, ja, für die Tuning-Interessierten unter euch, und ja, mit größeren Felgen dann richtig zur Geltung kommt. Aber hier nochmal ein paar Beispielbilder, wie das Ganze ausschauen kann. Das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr sportlich ambitioniert. Und ja, Design 1 plus mit Sternchen. So, der letzte positive Punkt ist der Verbrauch. Ja, ich meine, wir haben hier ein ziemlich stark motorisiertes Fahrzeug mit 2 Litern Hubraum und einer Turboaufladung, Allradantrieb, 1630 Kilogramm an Gewicht, wird schon mehrmals erwähnt, aber ein Verbrauch von 7,1 Liter. Und ihr müsst bedenken, wir sind durch die Schweiz gefahren, das heißt Berge hoch, Berge runter, und auch in Italien geht es auch sehr oft bergauf und auch bergab und das Ganze voll beladen. Das heißt, die vordere Sitzreihe Fullcheck, die hintere Sitzreihe Fullcheck und auch der Kofferraum Fullcheck. Und da 7,1 Liter zu erreichen, ist schon so ein Ding, muss ich wirklich sagen. Dieser Wert, mit dem kann man auf jeden Fall leben. Wenn BMW hier nochmal so ein bisschen einen Schrauben drehen könnte und den Verbrauch noch weiter senken würde, dann wäre das Ding hier wirklich unschlagbar, was den Verbrauch angeht. Aber ich bin absolut zufrieden, ich will mich nicht beklagen. Genial. So, kommen wir jetzt zu den 5 negativen Punkten, die mir hier aufgefallen sind. Und da komme ich echt zu einer Sache, die so ein bisschen komisch war am Anfang, weil ich mir dachte, was geht denn jetzt ab? Aber irgendwann hat es einen Klick gemacht und ich bin dann auf den Trichter gekommen. Es geht darum, dass der Wagen blutet. Jetzt denkt ihr euch, hä? Was für Bluten? Was erzählt der da? Nee, tatsächlich, der Wagen hat ja eine Hohlraumversiegelung, ja? Und das Ganze auch in der Motorhaube. So, wenn wir jetzt hier mal schauen, tatsächlich das Wachs, ja, was hier aufgrund der enormen Hitze in Italien sozusagen verflüssigt wurde und hier an den Plastikanbauteilen runterläuft. Und das ist halt unschön, muss ich sagen, weil das kriegt man so nicht wirklich ab, also jedenfalls nicht so schnell. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ist negativ anzulasten, denn es sieht sehr, sehr unschön aus, gerade an dieser Stelle. Ich meine, das ist direkt an der Front und man erkennt nicht direkt, was es ist. Auch hier zum Beispiel haben wir hier eine leichte Kante und auch hier läuft das Ganze zum Beispiel runter. Das sieht halt mega unschön aus und muss echt nicht sein, aber vielleicht kriegt das BMW ja noch irgendwie in den Griff. Der nächste negative Punkt betrifft die Sitze. Und zwar haben wir leider nicht die John Cooper Works Sitze drin, sondern die Mini Yaw Sitze. Was eigentlich Sportsitze sind mit einer bestimmten Lederart, sagen wir es mal so. Zu erkennen ist das Ganze hier am Mini-Logo. Hier haben wir einmal ein Wappen, ja, mit dem Union Jack, und dann steht hier Mini Yaws. Und auf der anderen Seite haben wir ein Union Jack Knopf. Das Problem an diesen Sitzen ist halt, die bieten nicht denselben Seitenhalt. Durch das längere Sitzen presst sich hier auf jeden Fall die Naht irgendwann in den Oberschenkel, weil das ist halt auch wirklich hart an dieser Stelle, muss man sagen. Also gerade hier der Bereich ist extrem hart und es wird dann mit der Zeit echt unangenehm. Nichtsdestotrotz, es ist ja jetzt nicht so, dass das direkt mit diesen Sitzen kommt. Das heißt, eigentlich wird es ja mit den John Cooper Works Sitzen geliefert. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr die Sitze haben möchtet, lasst es echt sein. Lasst es wirklich sein. Nehmt lieber die John Cooper Works Sitze. Die sind um einiges besser. Nächster Punkt, und zwar das virtuelle Kombi-Instrument. BMW hat dem Mini hier ein komplett neues Kombi-Instrument gespendet, voll digital, mit 3 Displays, die hier zu sehen sind, die sehr gut sind, die sind sehr hochauflösend, die haben absolut perfekte Kontraste, sehr, sehr gute Schwarzwerte, sind perfekt ablesbar. Aber was das Problem hier dran ist, ist einfach tatsächlich, dass es irgendwie ein bisschen unnütz ist. Das heißt,
das normale Tacho wurde einfach gegen ein digitales ersetzt. Das heißt, es gibt hier keine zusätzlichen Funktionen, die, ja, ich sag mal, die so Mehrwert bieten. Denn das Head-Up-Display kann zum Beispiel Navigationspfade anzeigen oder zum Beispiel auch das Infotainment-System. Zum Beispiel, wenn ihr auch jemanden anrufen wollt, könnt ihr da die Kontaktliste sehen. Das ist halt super. Aber das Ganze fehlt tatsächlich im virtuellen Cockpit, das heißt im virtuellen Kombi-Instrument. Da wird quasi nur die Geschwindigkeit angezeigt, die Tankanzeige und die Drehzahl und halt hier und da ein bisschen ja, Bordcomputerspielchen. Und das war's. Und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, für so ein Bauteil, was wahrscheinlich in der Entwicklung sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Ich meine, es sieht super genial aus. Ja. Also auf den ersten Blick hat man das Gefühl, dass es mehr bietet, tut es aber nicht. Was so ein bisschen schade ist. Nächster negativer Punkt ist tatsächlich der Ladeboden. Wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, kann man das Ganze hier einmal nach oben klappen. Und dann hat man hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Tiefe gewonnen. Was das Problem hier aber bei der ganzen Geschichte ist, ist, wenn man das Ganze hier hochklappt, ihr seht es hier schon, also das hier ist ein bisschen Platzverschwendung. Hier haben wir tatsächlich fast eine Handbreite, die verloren geht, weil man das Ganze nicht komplett nach hinten kippen kann. Das ist so ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil man dadurch noch mal ein bisschen Platz gewinnen könnte. Aber in dem Fall muss man das hier komplett rausnehmen, das Teil, und dann irgendwo verstauen, während man unterwegs ist. Ansonsten ist es halt sehr, sehr nervig, weil man hier dann direkt eine Kante hat, wo man direkt mit etwas höheren Gegenständen anstößt. Und ja, eigentlich hätte man quasi noch Platz bis hier hinten. Dementsprechend, ja, ist es ein bisschen unschön gelöst, sag ich mal. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß. So, der letzte negative Punkt, der mir aufgefallen ist, ist der Dachkantenspoiler. Der ist zwar vom Design her mega cool, der sieht richtig genial aus, auch sehr, sehr sportlich. Auch gerade von der Seitenansicht, wenn man sich die Silhouette anschaut, sieht das mega genial aus. Aber was dann immer wieder mal passiert, ist tatsächlich, man schmeißt hier was rein, will hoch, boom, und knallt hier gegen. Jedes Mal. Und das ist halt baulich gesehen nicht so schön. Ist aber wahrscheinlich auch nicht anders zu lösen. Nichtsdestotrotz ist es mir aufgefallen, deswegen wollte ich es euch nicht vorenthalten. Letzter Punkt, der Dachkantenspoiler. So, das waren sie, die 5 Pros und Cons zum Mini John Cooper Works Clubman. Ja, Freunde, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Fahrzeug, auch gerade hier in Italien. Macht es ultra Bock, mit diesem Fahrzeug rumzufahren. Und ja, eine richtige Review zu dem Fahrzeug kommt. Da werdet ihr nochmal richtig erfahren, was das Fahrzeug zum Beispiel so an Features bietet, was so die positiven Aspekte gerade auch bei der Fahrdynamik sind. Um das Schlusswort oder das Fazit jetzt von der Review nicht vorwegzunehmen, möchte ich das Video jetzt hier einmal beenden und sagen: Fahrt den Wagen gerne Probe, wenn ihr Interesse an diesem Fahrzeug habt. Ihr werdet es nicht bereuen, so viel kann ich sagen. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Euer Ino von Bavmo.